Was für ein Auftakt! Die Bildung der neuen bayerischen Staatsregierung ist auch in Berlin noch als Paukenschlag angekommen. Unter 18 Kabinettsmitgliedern gibt es 7 neue Köpfe und nur 3 Minister sind in ihren bisherigen Ressorts verblieben. Was für eine kraftvolle Erneuerung! Jetzt geht es darum, die innere Sicherheit weiter zu verbessern. Das ist eine Top-Priorität für Bayern wie für den Bund. Aber wir müssen auch sehr viel mehr für den Wohnungsbau tun, mit Blick auf junge Familien. Und wir müssen die ländlichen Räume weiter stärken und dafür sorgen, dass gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land herrschen. Ich wünsche der bayerischen Staatsregierung gutes Gelingen und eine glückliche Hand. Ich werde, was mir möglich ist, dazu beitragen, dass wir die nächsten Landtagswahlen am 14. Oktober mit großem Erfolg bestehen können.